Moin Leute, ich bin's wieder, euer Captain Kiyu. Falls ihr euch erinnern könnt, dort habe ich meinen ersten Cut gesetzt vom 45-Minuten-Video. Und ich denke mal, ich werde in dieser Folge nochmal einen Cut setzen, denn wir hatten ja ein Video insgesamt von 45 Minuten und ich finde, das ist einfach viel zu lang für YouTube. Weil ganz ehrlich, wer konzentriert sich 45 Minuten lang Schau während nur, des Vicky. Videos? Ein Labyrinth. Das sieht spaßig aus. Ich zum Beispiel Lass uns da nicht. reingehen. Ich würde sagen, 20 Minuten oder höchstens 25 Minuten, das ist vollkommen okay. Und ich hoffe, ihr geht da voll und ganz mit mir mit. Des Weiteren, ich denke mal, in diesem Labyrinth werde ich über die Zäune rüberhüpfen. Schreibt mir in die Kommentare Und rein, ob ich jetzt das beim kannst du nächsten deinen Weg Mal wieder rausfinden? lassen soll und einfach den Weg selber finden muss. Es würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Ich werde auf jeden Fall in dieser Folge erstmal noch rüberhüpfen über die Zäune, sozusagen nicht diesen Weg finden und ja, ich hoffe, das ist für euch voll und Hey, ganz das okay. gilt nicht. Kein Springen. Unser Freund, die Stimme, meckert auf jeden Fall schon mit mir rum. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr da mit mir mitgeht, dass es okay geht. So. Eins muss ich schon sagen, dass der Revolver bei vielen Gegnern eigentlich Trap ist. Denn wie man sieht, er macht nicht so viel Damage, dass man da einfach mal durchrauschen kann. Und es dauert halt doch etwas länger. Weil der Q ist auch nicht immer voll und ganz aufgeladen. Und ich weiß immer noch nicht, womit das zusammenhängt, dass man die ganze Zeit mit Q schießen kann. Beziehungsweise warum er die ganze Zeit aufgeladen ist, dass man mal drei, vier Mal hintereinander machen kann, dann mal nur einmal. Da habe ich keine Ahnung, wie das noch funktioniert. Ich muss das mal gucken. Ich muss ja auch erstmal mich an das Spiel herantasten. Und ja. Alles Weitere werden wir hoffentlich noch im Laufe des Spiels erklärt bekommen. Weil es ist ja auch echt blöd, dass man sich selber schlau machen muss. Und das möchte ich nicht gerade. Denn wie ihr schon gemerkt habt ab und zu, ich bin manchmal doch schon eine faule Socke. Hier hinter haben wir auf jeden Fall eine Tür, da werden wir auch gleich reinhüpfen. Aber erstmal das ganze Spielzeug hier vorne weg. Sehr schön, das haben wir auch geschafft. Gut, diese Spinne ist größer geworden. So ein kleiner Boss, würde ich sagen. So. Die Gegner-Wellen sind auf jeden Fall gut. Das gefällt mir. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir das Ganze jetzt in Hardcore spielen würden, dann braucht man halt ohne Equipment. Das wird eine Herausforderung, die wäre, glaube ich, am Anfang nicht machbar gewesen. So, da haben wir auch schon ein Level Up. Ich werde mal schauen, was das bringt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Plus 300 Energie, das klingt doch schon mal super. Meine Belohnung auswählen. Ich denke mal, ich würde die Tour nehmen. So, und was habe ich jetzt bekommen? Da ist die Truhe. Öffne die. Und da ist ein Revolver drin. Bösartige Schrotflinte des Blutegels. Aha. Warum macht die weniger Schaden als meine? Ja, das ist schon mal scheiße. Kritischer Schaden ist schon mal gut, aber alles darunter ist ja schon mal Bullshit. Ich weiß noch nicht, ob das so einen Riesenunterschied macht, dieser Damage, und ob das überhaupt vorteilhaft ist oder auch nicht. Ich muss mir ja hier erstmal überall reinlesen.
Ich denke mal, ich werde mich nach diesem Let's Play hier mal ein bisschen schlau machen. Ein bisschen im Internet nachrecherchieren. Ob das wirklich wichtig ist, dass der Damage höher ist oder auch nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei so einer Waffe, die ich ja jetzt anhabe, viel Damage hast. Und dann bekommst du eine Waffe, die einfach mal deutlich weniger Schaden macht als die, die du jetzt hast. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Vor allem beim Level Up. Das hätte sie ruhig ein bisschen besser machen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Waffen es noch in diesem Game gibt. Was echt cool wäre, ein Zauberer, weil eigentlich in so einem Spiel oder allgemein in so einem Spiel sollte es ja eigentlich Magier geben. So, das haben wir auch geschafft. Vor allen Dingen die Schrotflinte lädt eigentlich viel zu langsam nach. Damit müsstest du viel, viel schneller schießen können. Weil da sind Nahkampfwaffen doch etwas vorteilhafter. Klar, jetzt mit dem E-Schuss ist das halt schon geil. Ne? Du triffst alles in einem Kugel- oder in einem halbkreisförmigen Bereich. Aber das trotz spricht mich diese Schrotflinte doch nicht so an. Obwohl sie cool ist. So, haben wir hier noch irgendetwas übersehen? Nein. Was haben wir denn da? Der Bau der Brutmutter. Okay. Da hinten haben wir noch Freunde. Die haben wir noch übersehen. So. Zerstöre alle Spinnennester im Labyrinth. 4 von 5. Na klar, das kriegen wir hin. Bevor wir dort hingehen zur Höhle, würde ich sagen, laufen wir noch schnell das Labyrinth ab. Ich hoffe, dass da hinten ist ein Spinnennetz, weil dann hätten wir das nämlich verstanden. Müssen wir mal schauen. Sehr schön. Spinnennester im Labyrinth zerstört. Cool. Level up. Zweite Waffe kann ich jetzt tragen. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Und zwar... Was ist denn das da rechts? Ist das eine Sense? Spinnentötende Sense. Mhm. Ich weiß noch nicht. Ich muss erst überlegen. Ich will den Revolver eigentlich spielen, weil der gefällt mir schon, aber... Da, 2652 und der hat... Ja, das ist natürlich mehr Damage. Das gefällt mir. So, dann würde ich sagen, den Hammer nehmen wir hier rein. Und den... 10 Dämonenkräfte. Jo, da fehlt noch ein bisschen was. Da kriegst du also nur einen kurzen Laufschub. Mhm. Vicky, das hier ist ein so spaßiger Ort, voll von uralten Dingen, schrecklichen Dingen. Dingen, die mit einem Kavumm in die Luft fliegen. Zu schade, dass du nicht hinein kannst. Vielleicht, wenn du etwas größer wärst. Warum darf ich da nicht rein? Stufe 10, ja super. Ich will da trotzdem rein. Okay, es gibt hier also Levelbeschränkungen. Das gefällt mir nicht so toll. Weil eigentlich möchte ich, wenn ich das Spiel spiele, nicht so dolle Beschränkungen haben. Weil, okay, gut, seien wir ehrlich, das Spiel ist schon ziemlich freiläufig. Also man kann sich schon aussuchen, laufe ich jetzt als erstes nach rechts oder laufe ich das erste nach links. Und das finde ich schon mal gut. So. So, Trank. Gold nehme ich immer gerne. Und ich finde das nicht so gut, dass er mich die ganze Zeit Vicky nennt. Denn ich bin nicht Vicky. Schön.
Zack. Ja doch, das mit dem Hammer geht doch echt etwas schneller. Aber da waren wir, hier waren wir und da oben wollen wir jetzt hin. Nur mal für die Leute, die gerne die Kali kriegen. So. Oh, schön. Jetzt nehmen wir den Hammer. Ich kann jetzt etwas Junges und Zartes vorausspüren. Ich werde mich mal vorstellen gehen. Sei nicht eifersüchtig, Vicky. Ich komme wieder. So, jetzt hier Ruhe. Mit dem Hammer geht das doch ein bisschen schneller. Zack, auf den Kopf. Zack, auf den Kopf. Und du auch nochmal auf den Kopf. Fertig. So, was haben wir denn Schönes da vorne? Oh. Und ich dachte schon, ich wäre der letzte lebende Jäger in dieser verfluchten Stadt. Viktor Vran. Bin gerade erst eingetroffen. Habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Das habe ich auch gedacht, als ich vor einem Jahr hier ankam. Und jetzt bin ich immer noch hier. Töte Monster und versuche mir einen Reim darauf zu machen, was hier geschehen ist. Kennst du einen Jäger namens Adrian? Ich habe von ihm gehört, aber wir sind uns nie begegnet. Die einzigen Jäger, die ich in letzter Zeit zu Gesicht bekommen habe, waren tot. Du kannst die Krypten durchsuchen. Ich war länger nicht mehr dort unten, aber ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Die Dämonen sind überall. Danke. Wie war noch dein Name? Den hatte ich dir noch nicht verraten. Ich bin Irene. Man sieht sich, Viktor Vran. Ein Reim darauf machen, was hier geschehen ist. Bis zum nächsten Mal, Kleine. Sie hat einen anderen Grund, so lange hier zu bleiben, da bin ich mir sicher. Okay, dann nenne mir den anderen Grund, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Okay, vielleicht ja wegen der Belohnung. So, den müssen wir noch erschlagen und den müssen wir erschlagen. Und da müssen wir noch ein paar Mal Gegner setzen. Und dann haben wir das. Wenn Irene recht hat, sind die Aussichten mehr als finster. Zagoravia ist verloren. Naja, es kommt drauf an, verloren oder nicht. Also wir könnten hier schon ein bisschen aufräumen. Los. Die Frage ist, möchte ich das wirklich? Oder was für eine Bezahlung bekomme ich dann? Also wenn, dann möchte ich eine gute Bezahlung haben, aber keine schlechte. Keine schlechte Bezahlung. So, Spinneier wegmachen schnell. Sonst kriegen wir hier, glaube ich, von tausenden Spinnen wieder besiegen. Und da habe ich keine Lust, dauert viel zu lange hier. Ja, was sagt ihr? Ist die Schrotflinte viel zu langsam oder geht das klar von der Geschwindigkeit? Also ich persönlich mag die Schrotflinte eigentlich. Auch wenn das ziemlich cool ist mit dem Hammer. Ein gefallener Jäger. Ein Schwert weniger auf unserer Seite. Ein weiteres Leben an die Leere verloren. Ruhe in Frieden, Bruder. Also mein Bruder war ja nicht, aber trotzdem Ruhe und Frieden, mein Freund. Bis jetzt haben wir Schwert, Schrotflinte und ich glaube Hammer gefunden, ne? Bin gespannt, ob es doch noch irgendwo weitere Waffen gibt. Ah nein, ich habe die Sense vergessen. Stimmt, 4 Waffen haben wir jetzt schon gefunden. Oder gesehen jedenfalls. Jetzt ist die Frage, was gibt es denn noch? Schön wäre oder cool wäre so ein Speer, ey. Das wäre mal richtig geil. Den würde ich auch sofort verwenden. Ist auf jeden Fall cooler dann als Schrotflinter. So, einmal müssten wir noch Dämonenkräfte anwenden und dann haben wir dies auch geschafft. Sehr schön. Der kriegt noch einen auf den Kopf und der hier ebenfalls. Ja, das Spiel hat viel Potenzial. Ich bin gespannt, ob es das komplett ausschöpft. Und da haben wir Level Up. Plus 2 Schicksalspunkte. Okay. Schön. Gefällt mir. So, was können wir denn hier auswählen? Die Truhe war letztes Mal scheiße. Der Mond. Aha. Zustand Frost. Und der hier, der Beschütze.
Löst nach einem Nahkampftreffer eine Explosion aus. 150 Schaden. Ich mag aber, glaube ich, eher den Mond. Jo. Sag ich doch. Dann werden wir... Was? Ach, der Mond ist schon ausgewählt. Was ist das denn hier? 20 kritischer Treffer, 5 Nahkampfschaden. Da nehmen wir 20% kritischen Trefferschaden rein. Und dann können wir hier auch schon wieder richtig Leute auf den Kopf hauen. Und ich finde das richtig geil. Nee, ich möchte nicht trainieren. Ich möchte Leute kaputt machen. Oh, das war das wohl mit dem Mond. Schön. Das ist ja mal cool. Das ist ja sogar eine AOE. Das habe ich ja jetzt nicht gedacht. Hier können wir also nicht rein. Schade eigentlich. Hier haben wir nichts mehr. Alle Kristalle aufgehoben für unser EXP. Oder für unsere EXP. Hier müssten wir rein. Sehr schön. Verwende die 10 Dämonenkräfte, haben wir auch geschafft. Jetzt nur noch erschlage den Schachmeister. Schach, ich mag kein Schach. Jo, dann wollen wir mal rein. Oha. Nee, wir laufen draußen erst weiter. So, was haben wir hier? Schön. Wo? Diese Effekte? Geil, gefällt mir. Verschlossen. Soll das die Menschen draußen oder etwas drinnen halten? Ganz ehrlich, wenn man das von draußen abschließt, soll es etwas abhalten, rauszukommen. Und warum sollte er weiter für eine verlorene Sache kämpfen? So, Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt hier einen Cut machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.